Hey Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir werden heute aus diesen drei Sachen was ganz Leckeres machen. Und zwar werden wir einen Rhabarber-Sorbet machen. Dazu brauchen wir Rhabarber, Zucker und einen Weißwein. Und es geht auch sofort los. Thank you.
ein paar Mal umrühren. Und zu ca. 4,5 Stunden im Froster haben wir jetzt nun ein zauberhaftes Sorbet. Wollen wir mal Küchen ausmachen. Ah, guckt euch das an, herrlich. Und wie gesagt, immer ein paar Mal durchstechen zwischendurch, durchschrabbeln durch das Behältnis, dass sich da keine Eisschollen drinnen bilden. Sonst wäre das nicht so leicht und fluffig, wie wir es hier sehen. So, nun sieht das alles ein bisschen langweilig aus. Und ich habe mir gedacht, machen wir ein Söschen dazu. Jetzt könnt ihr da ein schönes Vanillesöschen dazu nehmen. Ich werde mir hier so einen schönen Eierlikör mit dran machen. Jetzt will er gar nicht raus hier. So. So, da werden wir mal gucken. Herrlich. Der Rhabarber. Ist jetzt so genau Hälfte, Hälfte mit dem Weißwein. Also nicht dran denken, oder wenn er jetzt denkt, der Weißwein ist ja so ein bisschen verkocht, ne? Also vom Alkohol wird so gut wie gar nichts mehr drin sein. Aber der Geschmack vom Weißwein ist immer noch richtig präsent. Also so Hälfte, Hälfte Rhabarber, Hälfte Weißwein. Herrlich. Das empfehle ich euch nachzumachen. Das ist wirklich sehr, sehr lecker. Wer es mit dem Weißwein nicht machen möchte, der kann natürlich auch Traubensaft nehmen. Herrlich. Das soll es für heute erstmal gewesen sein. Däumchen nach oben, Abo, wenn ihr noch nicht gemacht habt. Ich bin erstmal raus und werde hier schön mein Sorbet zu Ende genießen. Macht's gut. Bye, bye.